Ja, das ist natürlich das erste Spiel gegen Corona. Das ist eigentlich für uns ein Derby. Ja. Da brauche ich keinen Einzelnen motivieren, weil einfach da jeder wirklich 150% gibt. Ja. Die Vorbereitung war abgeschlossen, die Rückrunde konnte starten. Der FC Cornetto fuhr mit neu geladener Energie nach Kärntlhof, um im Derby gegen Corona die ersten drei Punkte einzusacken. Nein, weil du das Konzert nicht mehr absolut überschlagen hast. Das ist ja Schon bei der Ankunft spürte man die gute Laune und man war zuversichtlich, eine gute Leistung abzurufen. My style is the bomb, the dang.
In der Kabine motivierten sich die Spieler selbst nochmal, um mit vollem Einsatz in die Partie zu starten. Wir sehen uns! Jetzt haben wir Stritzer von uns, Jungs! Max wart noch, ist einer. Dann in Sechser spielt der Holze. Links Mittelfeld, also nur zu weit zurückgezogen, der Weine, rechts der Ole. Das heißt, das ist eigentlich ein Dreier-Mittelfeld. Aber der Holze ist halt defensiv eingestellt. Da muss natürlich den Druck vom Mittelfeld verehren, ein bisschen stoppen. Jo, vorne der Heidenzentral, danke. Links Birke und rechts der Nicke. So fangen wir jetzt einmal an. Wir haben heute eine gute Ersatzbank. Also wir können jederzeit reagieren. Es sind ein paar ein bisschen angeschlagen. Darum ist es gut, wenn man noch was draus hat. Jungs, und heute haben wir eine riesen Chance, dass wir sich in der Böll verbessern. Gibt's Vollgas, holt es dagegen. Nur den Kopf einlassen, lassen, was nicht geil funktioniert. Haut euch rein. Jungs, geht schon. Wollen wir drei Punkte haben? Ja. Was ist das? Warte, darf ich euch den Daumenblock 4 erheben? Was tun? Holt euch da her. Wenn ich sag so wie Blitz und Donner, sozusagen ohne Punkt und Komma. Wenn ich sag so wie Pay.
Zeichen Schwefel. Wenn ich sag so wie Herz und Seele, wenn ich sag für den Rest des Lebens, ist jedem klar, über was wir reden. Ja, Mann, denn allein seine Haut, vorbei ist die Zeit, der man keinen mehr traut. Falls sie dich fragen, bist du allein hier, sag ihnen nein, denn ich bin mit allen hier. Wir sind unzertrennbar, wir sind unverkennbar, setzen uns ein Denkmal. Es zeigte sich bereits ziemlich früh in der Partie, dass die Bedenken aufgrund des Schiedsrichters wieder berechtigt waren. Nicht umsonst wurde schon die eine oder andere Diskussion über diesen Schiedsrichter bei der Ligasitzung abgehalten. Zusammen so wie ja, genau. Zusammen so wie alt und grau. So wie Ups und Downs, wie nicht abgehauen. Zusammen so wie Arsch auf Eimer. Zusammen so wie Fahrgemeinschaft. Doch trotz dieses Handicaps zeigte die Mannschaft Kampfgeist und ging mit einer 1:2 Führung in die Halbzeit. Geht schon, Jungs! Geht schon! Einfach nicht mehr laufen kann. Ich soll viel weiter sein, nur irgendwas blockiert mein Gang. Sicher zu und ich fang mit mir zum Raufen an. Ist was ich will, wirklich das, wo ich stolz drauf sein kann. Ich stagniere und sinniere beim POD mit Spier. Karikier auf Papier, wie ich mich verliere. Schwierigier, definier wie ein Großvisier. Und brillier ein Klavier mit einem Dosenbier. Nur allein die Tatsache, dass du mich kennst, bringt auf mich schon alles als beruhigend. Wurscht wie hoch. Was du mir rennst, wir rennen nebenan so wie Hooligans. Auch die zweite Halbzeit hatte einige strittige Entscheidungen seitens des Schiedsrichters parat. Darüber muss sich jeder selbst eine Meinung bilden, was man von solch einer Schiedsrichterleistung hält. Man konnte jedoch die Reaktionen einiger neutraler Zuseher vernehmen, die teilweise sehr verdutzt über diverse Entscheidungen reagierten. Dass du mich kennst, wirkt auf mich schon äußerst beruhigend.
dass für einen Torwart, der außerhalb des 16-Meter-Raumes den Ball so mit der Hand berührt, keine rote Karte gegeben wird, konnte keiner verstehen. Als Reaktion auf diese Entscheidung wuchtete Heiden Michael den Freistoß ins Tor. Die Freude war unermesslich. Der FC Cornetto spielte die Partie mit enormer kämpferischer Leistung und einem unbändigen Willen zu Ende. Das Endergebnis lautete 2:4 und man konnte den ersten Sieg in der Rückrunde einfahren. Super Spiel, Flo! Danke, ja, das war jetzt super. Nach dem Match wurde noch die eine oder andere Bierflasche getrunken, um den Derby-Sieg zu feiern. Doch schon nächste Woche wartete der weitere schwere Gegner auf die Mannschaft von Coach Winkelmann. Und zwar das Auswärtsspiel gegen die Landpartie Burgstall, wo man in der Hinrunde mit 0:5 unterging. Und das hat man beim Spiel auch gesehen, dass wir da wirklich von der ersten Minute an wirklich gut dran waren. Wir haben einfach Corona das Spiel zerstört, haben unsere Vorbereitungen, was wir eigentlich abgeschlossen haben, die wir probiert haben, das 4-3-3 eigentlich umgesetzt, haben sehr viele Chancen gehabt. Sie haben am Anfang auch Chancen gehabt, aber ab der 20. Minute hat uns das Spiel gehört. Ja. Und wie gesagt, es hat leider einen 12. Mann gegeben, der uns das verhindern wollte. Mit Schiedsrichter hat es aber nicht zusammengebracht, weil wir einfach voll dagegen können haben. Wir haben sie zusammengerissen, wir haben verhindert, dass er uns ein paar Spiele ausschließt. Ja, das war dann
schlussendlich das Ergebnis, dass wir das 4-2 gewonnen haben. Ja. Einfach weil wir mehr Willen haben. Ja. Wir wollten den Sieg und da hat uns keiner stoppen können. Ja, das 4-3-3 ist da wirklich sehr gut rausgekommen. Wir haben Chancen kreiert, ja, die was man normalerweise nicht haben. Ja. Natürlich muss man auch sagen, wir haben ein, zwei Spieler dazu gekriegt, die will jetzt keine Namen nennen, weil sonst ist das unfair. Und wir sind einfach auch vom Mittelfeld her stärker. Wir können viel besser den Ball kontrollieren und wir können viel besser den Ball zirkulieren lassen. Ja, und dann profitieren natürlich die Stürmer auch. Ja. Und wenn das Mittelfeld und der Sturm gut ist, dann hat die Verteidigung auch weniger Probleme. Ja. Und die steht bis jetzt gut. Warma passt auch alles dabei einmal. Ja. Und ja, das war's. Dann haben wir es gewonnen. Gut gelaunt und ausgeruht nach dem 2-4 Erfolg gegen den FC Corona stand wieder ein Training vor der Tür. Der FC Cornetto analysierte nochmals die Partie im Kärntelhof und stellte sich schon auf die bevorstehende Aufgabe gegen die Landpartie Burgstall ein. Seit heuer findet auch ein Torwarttraining statt, das von Unger Fabian gestaltet wird. Seit seiner Kreuzbandoperation kümmert er sich hauptsächlich um die mediale Außendarstellung des Clubs und des Torwarttrainings. Thank you.
Ja, war schön. Das ist schon schlecht, oder was? Weißt du, dass du zu Cornetto gegangen bist? Nein. Wo warst denn du vorher? So, das wird im Mund nicht mehr das Schimpfwort. Ja. Ruprechtshofen? Ich würde mit Cornetto umsteigen, wenn ich dann schon Master werden. Ines! Ja, wer bist denn du? Stell dir mal vor. Ich bin ein Ex-Profi. Ex-Ex-Profi. Wo hast du denn schon überall gespielt? Das erste Mögel in Ruhe jetzt am Höhepunkt meiner Karriere. Wo bist du jetzt? Kann ich. Herzensverein. Am Ende vom Training wird sich wieder gemütlich zum Analysieren zusammengesetzt. Das ist Freitag schon. Das ist Abpfiff. 4 nach 2 ist Treffpunkt der Mehrheit. Aus der Zeit, wenn du jedes Wochenende ist immer das Scheißfest. Ich hab da alle mal eine Chance. Der muss in die englische Liga oder in Italien von mir aus. Wäre englische Liga. Entweder Juve, kann er auch. Ihr folgt mir mal, wenn man denkt, was hast du noch für Liebe? Zweites Spiel der Rückrunde. Zu Gast im Burgstall bei der Landpartie. Mit dem Derby-Sieg geht man motiviert in das Spiel. Man will die nächsten drei Punkte mit nach Hause nehmen. Ich glaube nicht.
Diesmal ohne Coach Winkelmann Markus, der sich einen verdienten Mallorca-Urlaub gönnt, aber dafür mit seinem Sohn und Ex-Cornetto-Spieler Winkelmann Patrick auf der Cornetto-Bank. Ja. Die beiden Bälle. Aber halt immer schauen. Aber jetzt hier und der Flo rechts Mittelfeld spielt, kann es nicht sein, dass man gleich wieder voll darf. Dass man da immer ein bisschen schauen. Ja. Genau, nicht einfach blind schauen ein bisschen. Vielleicht schreit er aber ich. Aber wenn irgendwie nicht mehr geht, schauen wir, dass man vielleicht durchhält irgendwie. Wenn es nicht mehr geht, ist es nicht schon. Aber wenn er dann viel angesagt hat, You are the sun, you are the only one. My heart is blue, my heart is blue for you. Rock and roll.
Das Spiel gestaltete sich anfangs schwierig, wie es auch zu erwarten war. Die Landpartie übernahm im Großen und Ganzen das Spiel und ging auch in Führung. In der Halbzeit analysierte man die Schwachstellen und suchte nach den passenden Lösungen. Ja, da warst du nicht so aktiv drinnen teilweise. Ja, weil das nimmt die Kraft. Den einen ist der Tier, den machen wir. Holt noch das und dann schauen wir die Außen und dann kommst du wieder rein. Da hinten komme ich gar nicht. Gar nichts. Im Endeffekt, wenn der Holz oder der Weine auslässt bei der Nummer 11 oder Nummer 21, musst du halt da sein. Im Endeffekt habt ihr es in 11 und in 21 in der Mitte, das sind die Spielgeber. Ja. Mit einigen Umstellungen startete man in die zweite Halbzeit. Ah, werd schon machen. Mit dem gleichen Kampf wie gegen Corona konnte man den Burgstall an Paroli bieten und ging durch ein Traumtor von Holzlechner mit 1:2 in Führung. Security. Might have been a drunk and her father was obscurity. Nothing ever came from a life that was a simple one. Pull yourself together, girl, have a little fun. When she took me by the hand, I could see she was a furry one. Her legs ran all the way up to heaven and past Avalon. Tell me something, girl, what it is you have in store. She said, come with me now, I'm the devil's dance floor. Es gab zwar noch Chancen auf beiden Seiten, jedoch gab der FC Cornetto den Sieg nicht mehr her. Ja! Somit holte man sich den zweiten Sieg in Folge. Ja's. Ja, Gunners, ja.
Super, Kevin. Nein, ich muss gerade einen Code schreiben. Super, Sascha. Super. Ja! Super. Yeah. Carsten, schau, du hast es überstanden. Du kannst souverän. 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 So eine Werke da, zum Schluss. Da. Oh, du. Seppe souverän runtergespielt. Wow, die Krämpfe schützen wir eigentlich. Natürlich durften wieder die Siegerbiere nicht fehlen. Und was passiert, wenn man die Kamera alleine mit einigen Spielern in der Kabine lässt, zeigt sich nach diesem Match. Eigentlich sollten normale Aufnahmen aufgezeichnet werden. Aber wenn du keine Tricks jetzt kannst du ein paar Schwänze anschauen. Schon lang auf diese Stunde. Jeden Samstag bade ich hier nur für dich. Für mich zählt jede Sekunde. Und ich weiß, du zählst genauso sehr auf mich, denn es bist du. Das bist du, Lissi, Lissi. Dennis, bist du, ah, yeah. Dennis, bist du. Das Geile ist, dass wir das vielleicht mit dir zusammenbringen, dass wir jetzt von dir eigentlich wieder eine gute Partie gemacht. Ja, das geht am Anzug auch hinten. Haben wir als 1-1 dann gestartierten Dreistoß gemacht. Ja, dann eh wieder kämpferisch eigentlich sehr gut. Zum Schluss haben wir, glaube ich, das Anzug. Zum Schluss haben wir, glaube ich, auch wieder uns in der Beitschuss von Wolf Wettler. Ja, wirklich. 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 Ja, wir
Man ließ den Sieg noch im Gasthof Birgl, Sponsor des FC Cornetto, gemütlich ausklingen und stimmte sich schon auf den nächsten Gegner ein. Den Tabellenführer aus Rheinsberg. Ja, ja.